Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Petcast von Petman und Canina. Wir, das sind Joran und Sabine Töne-Groß. Ja, und herzlichen Dank an alle, die uns folgen, mit Kaffee und Keks wahrscheinlich und heute mit dem Zuhören starten. Denn heute haben wir, tatsächlich der Joe und ich, einen Talk zu dem brisanten Thema zu viel Kekse, gerade auch nach den Feiertagen und ja, natürlich auch gute Wünsche zu den guten Vorsätzen. Denn, Kekse. Joe, wir sprechen etwas sehr Gesundheitsförderndes. Wenn du mich nicht mehr verstehen willst und wenn du jemanden nicht mehr hören willst, musst du Kekse essen. Krümelmonster. Okay, aber tatsächlich, ne? Hast du auch gerade Kekse? Ist ja Weihnachtszeit. Ja, klar. Das Krümelmonster bist in dem Fall du, beziehungsweise mein Hund Knolle, der klaut nämlich auch so viel. Und das ist ja heute auch mit Thema hier, ne? Napfgespräche, der Petcast. Ja, und da sind wir wieder. Die Entgiftung für Hunde. Das ist ja, hört sich ja fürchterlich an, ne? Entgiften. Ne? Und was hat denn Kekse und Entgift und sowas zu tun? Das ist ja schon ein ziemlich heftiges Thema. Und man hört ja auch immer wieder sowas von Ausleiten von Toxinen. Das ist ja auch bei uns Menschen so. Ne? Toxine, was ist denn überhaupt Toxine? Wo haben denn meine Hunde bitte schön Gift gefressen? Das tun die doch gar nicht. Das ist ja dann immer Empörung wild. Ne? Und man denkt ja dann so in erster Linie so bei Giftstoffen irgendwo an, was weiß ich, die haben irgendwas getrunken, was giftig ist. Oder an der Farbe geleckt. Die haben an der Farbe geleckt, ja, oder die haben hier, Rattengift gefressen, ne? Solche Geschichten. Ja, das ist ja schon mal wesentlich häufiger, dass dann die Leute hingehen und ganz schnell zum Tierarzt rennen und sagen so, oh, das muss aber raus, die Giftstoffe, ne? So, das ist ja etwas. Und hört sich ja wirklich krass an erstmal. Und wir wollen uns wirklich heute damit beschäftigen, mal das da darzustellen, was denn überhaupt Giftstoffe so alles sind. Was und vor allen Dingen viel wichtiger ist, das ist Sabine uns immer wieder in unseren Beratungen aufgefallen, dass viele sagen, ich mache ja schon mit Probiotika und mit Präbiotika, aber das funktioniert alles so gar nicht richtig. Und das Wichtigste wird eigentlich immer vergessen, ne? Das ist halt das Giftstoff aus dem Körper rausholen. Ne? Genau, das Binden, ne? Das Ausleiten, Giftstoffe binden, Giftstoffe ausleiten und dadurch eben auch den Körper entlasten. Wir müssen ja auch nicht immer von Giften sprechen oder von Entgiften, sondern von Entlastung des Körpers. Und das soll es ja letztlich auch sein. Ja, das Entgiften. Sabine, das ist ja ein Wort, hört sich schlimm an, haben wir ja gerade schon gesagt. Wie kann ich denn erkennen, dass der Körper meines Hundes überhaupt vergiftet ist oder dass er einen Giftstoff in sich trägt? Ja, erstmal ist das Wort Entgiften in der Veterinärmedizin sowieso nicht erlaubt. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, entlasten, Detox, ausleiten, Giftstoffe binden ist das Richtige. Woran kann ich das erkennen? Zum Beispiel, dass der schlapp ist, dass der Durchfall hat, dass der pupst. Ja, also im Prinzip die typischen Symptome auch einer Darmproblematik. Ne, dass es ihm nicht so gut geht, dass die Augen tränen, dass die müde sind. Was fällt dir noch ein? Ja, das sind nicht nur, dass sie müde sind, sondern dass sie auch zum Beispiel komische Verhaltensweisen plötzlich zeigen. Ne? Dass die anders ticken. Oder stinken. Ne? Oder anfangen zu stinken, sogar sehr stark. Oder aber sogar bis hin zu Anfällen, ne? Das heißt also, dass die Epilepsie haben, ne? Dass die plötzlich sich auf den Boden schmeißen dergleichen, ja, oder irgendwelche wilden Zuckungen bekommen. So, das ist alles eine Form von Gehirnvergiftung. Und das sind oftmals zurückzuführen auf zum Beispiel auch ein Wort, was selten benutzt wird, aber immer häufiger vorkommt, ne? Der sogenannte portosystemische Schand. Das heißt, ich habe eine Leber, die nicht richtig funktioniert. Das heißt, das Blut wird nicht richtig gesäubert von der Leber. Und das sind auch solche Dinge, das ist zwar in der Minderzahl, dass das passiert, aber es kann dazu führen, dass eine Leber nicht ihren Job machen kann. Das ist grauenhaft, wenn sie das nicht mehr kann. Das ist absolut klar. Genau, und bei der Schulmedizin als Beispiel, ne, wir jetzt, das in unserem Podcast hier hört man das immer wieder auch, reden gern von Schlacken.
Ja, das sind also Verbrennungsrückstände, die im Körper abgelagert werden. Die Schulmedizin, die kennt das nicht, die redet davon nicht, aber im alternativmedizinischen Bereich redet man schon von diesen Schlacken, die abgelegt werden. Das sind praktisch Giftstoffe, die aus dem Körper nicht mehr raustransportiert werden können. Und vor allen Dingen auch Dinge, die der Körper nicht kennt und ablagert. Ja, in der Darmschleimhaut und im Bindegewebe. Und das sind halt Dinge, die müssen raus. Definitiv als erstes, bevor irgendwas anders gemacht wird. Ja. Wie können wir das machen, Joe? Das ist ja eine ganz wichtige Sache und eine Grundvoraussetzung, ne? Denn Vergiftung, ich nutze das Wort jetzt wieder in Anführungszeichen, die müsst ihr jetzt einfach mithören, die Anführungszeichen, die passieren ja täglich. Ja, also zum Beispiel beim Kekseklauen. Genau. Nehmen wir doch auch mal ein jahreszeitlich gutes Beispiel. Wie können wir uns davor schützen? Es ist ja nicht nur wie das Kekseklauen. Es ist ja jetzt auch in dieser Jahreszeit, die Hunde sollen ja auch so ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen, immer so ein Leckerchen oder sowas. Und wenn wir uns manche Leckerchen angucken, ja, die gerade so. Oder Spielzeug, ist das gleiche in Grün. Die industriell hergestellt sind, die sind ja mit Giftstoffen, sage ich mal, wirklich voll. Da sind Plastik, da sind Kleber drin. Damit etwas zusammenhält, auch gerade so im Nahrungsmittelbereich, wenn man Knochen hat und dergleichen. Ja, etwas, was auch zum Beispiel dann fleischtechnisch aussehen soll, obwohl es gar kein Fleisch ist. Das muss ja irgendwie mit einer Fleischfarbe versehen werden. Das heißt, wir haben dort Dinge, die auch nicht unbedingt deklarationspflichtig sind, die aber trotzdem in den Körper des Tieres reinkommen. So, jetzt hast du gerade gefragt, wie können wir den entgiften? Ganz einfach. Du nimmst den Hund einfach mit in die Sauna. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Schwitzkuren, oder nicht? Ich glaube, danach kann ich ihn neben das Handtuch hängen. Nein, das tue ich auf gar keinen Fall. Oder wir schröpfen den Hund. Was hältst du davon? Wird auch nicht funktionieren. Ich denke, wir müssen da zu den probaten Mitteln tatsächlich greifen. Abführmittel. Du meinst Abführmittel. Nee, aber ein ganz simples Ding ist ja, um jetzt wirklich mal mit einem konkreten Beispiel aufzukommen, basisch macht lustig. Ja, mit Zeolit, also mit der Magenbalance von Canina zum Beispiel, funktioniert das wunderbar. Da ist Möhrenmehl drin, das Slippery Elm, was dem Darm bzw. dem Magen auch hilft. Ne? Und die Magenbalance selbst macht das auch. Also das ist auch ein tolles Produkt in diesem Zusammenhang. Ja, alles, was dazu beiträgt, dass praktisch die Giftstoffe, die sich ja so auch im Magen befinden, ja in der Magenschleimhaut, dass praktisch die Schleimhaut dementsprechend davon befreit wird. Ja, nicht nur das. Ne? Wir müssen halt auch gucken, dass wir, wenn es dann weiter Richtung Darm geht, dort auch schauen, dass das basische Milieu, was da im Grunde herrschen muss, auch weiter, deswegen sagte ich gerade, basisch macht lustig, ne, auch weiter funktioniert. Und das können wir tatsächlich gut nicht nur durch Lebensmittel auf die Reihe kriegen, das ist halt eben einfach auch ein bisschen schwieriger, sondern zum Beispiel durch die Magenbalance. Das finde ich ist eine super Geschichte in diesem Zusammenhang. Aber interessant ist ja auch zu wissen, warum das eigentlich so ist. Ja? Die Bifidobakterien und die Lactobacillen, die wir haben, die halt milchsäurebildend sind, die überleben nicht in einem sehr starken, sauren Milieu. Ja, die brauchen es mehr basischer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau das haben. Und wenn dann das nicht funktioniert und wir haben praktisch ein Ungleichgewicht da drin und der Darm und der Magen haben einen starken Säurestand, einen Hochstand, genauso dann auch, wenn man dann meinetwegen mal so einen Teststab in den Urin hält und sieht, oh, da ist aber auch eine sehr hohe Belastung drin, dann hat das damit zu tun, dass ganz einfach der Darm und auch der Magen übersäuert sind. Und dann funktioniert der komplette Verdauungsapparat nicht. Deswegen ist ja auch so wichtig, den Darm halt tatsächlich, ich nutze wieder dieses alte Wort, das zu sanieren. Ne? Denn ein gesundes Mikrobiom sorgt definitiv für die gesunde Entwicklung der Schleimhaut. Und die ist einfach im Darm ein Schutz vor diesen ganzen krankmachenden Keimen, von denen wir gerade gesprochen haben. Ne, die stellt ja auch ganz viel Nährstoffe bereit. Und wenn die nicht da sind, wird der Hund halt müde. Das heißt, im ersten Step geht es wirklich wieder, wie immer, darum, das Mikrobiom ins Gleichgewicht zu bringen, die Darmflora aufzubauen, die nützlichen Bakterien stärken, ne, zum Beispiel mit dem Darmgel. Oder dem Immunbooster.
Warum ist es so wichtig, die Darmschleimhaut zu pflegen? Denk mal an Leaky Gut. Vielleicht magst du dazu auch ein bisschen zu erzählen, denn das ist ja das Gefährliche, dass die ganzen Toxine sonst in den Körper gehen. Ja, genau. Was ist das denn, dieser Leaky Gut? Das Leaky Gut ist ja das Zonulin. Das Zonulin ist ein Protein und dieses Protein sorgt dafür, dass die Darmschleimhaut dick genug ist. Ja, und wenn wir das, wenn ein Leaky Gut bedeutet, wir haben eine Darmschleimhautpermeabilität, das heißt, die ist zu dünn, die wird löchrig, diese Tight Junction, die öffnet sich und durch diese Tight Junction dringen dann die Bakterien, die pathogenen Keime praktisch in das Innere des Hundes und verursachen dort bakterielle Verunreinigung. Das heißt, es sind Hefepilze und dergleichen, die sich da aufbauen, was letztendlich dann hinterher über die Haut und über die Ohren natürlich sehr schnell rauskommt. Man riecht das. Hefepilze kann man wunderbar riechen und natürlich auch sehen. Und dafür ist es natürlich wichtig und deswegen müssen diese Giftstoffe da raus. Deswegen ist das A und O wirklich als allererstes ist Ausleiten von diesen ganzen Toxinen, die im Körper sind. Als erster Schritt. Und das aber auch nicht einfach nur so. Weil es gibt natürlich auch Tiere, die sowieso schon ein geschwächtes Immunsystem haben, die sowieso schon schwach sind. Und da kann das sehr gefährlich sein, dementsprechend den Hund einfach zu entgiften. Warum? Oder pass auf, noch viel wichtiger. Das ist wichtig zu erklären, denke ich. Ja, aber es ist hier ein Punkt, den die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben. Ein Welpe, ein Hund, der zur Welt kommt, ein Welpe ist, der ja nun mal das Immunsystem von seiner, erstmal die ersten 14 Tage kein Immunsystem hat, der bekommt die Biestmilch von seiner Mama. Wenn dort schon der Anteil der IgA-Anteile, was für das Immunsystem bildend, nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind über die Biestmilch, dann hat er schon mal ein Defizit im Immunsystem. Jetzt passiert aber Folgendes. Das wissen wirklich die meisten gar nicht. Die Leber des Welpen und des Junghundes ist mit 3 Monaten erst zu 80% ausgebildet, die Niere auch. Das heißt, die kompletten Filterfunktionen sind noch gar nicht vollständig da. Und wenn ich dann dort schon ein schlechtes Immunsystem habe und dann kommen die ersten Impfungen da drauf, dann kommen meinetwegen auch so die erste Wurmkur da dann mit drauf. Dann kommt plötzlich das erste Mal, ja, Giardien, ne, was wir ganz oft in Nestern haben. Dann kommt dann Panacur da drauf. Dann haben wir schon ein komplett angegriffenes Immunsystem. Das heißt, wir haben eine Magenschleimhaut, die angegriffen ist. Wir haben einen Darm, der angegriffen ist. Und damit nimmt praktisch der Kreislauf startet hier. Das ist ja wie im Krimi hier, ehrlich. Ja, soll's doch. Crime. Das Pet Crime heißt das. Wir nennen den um. Das heißt ab jetzt Pet Crime. Ja, das ist aber schlimm, ne? Also das macht es wirklich deutlich. Mich gruselt's jedes Mal wieder. Was können wir denn tun an der Stelle, wenn es tatsächlich soweit ist? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Also wirklich dementsprechend erstmal sanft anzufangen mit Kräutern, das heißt auch mit der Slippery Elm, mit den Produkten, die du gerade genannt hast, erstmal einen Magenschutz aufzubauen. Und dass der Magen sich erholt und dass der Magen seine volle Funktion überhaupt übernehmen kann. Und wenn wir da dann schon ein Tier haben, was ein bisschen geschwächt ist, sowieso müssen wir eh ganz vorsichtig dran gehen, von der Dosierung her. Ja, man muss auf jeden Fall vorher gucken, wie ist es mit dem Blut gestellt. Ne? Jetzt nicht unbedingt bei einem Welpen Blut abnehmen, das meinen wir damit nicht. Das ist nicht okay. Aber dort schon frühzeitig anfangen, ganz einfach den Magenbalance mit so reingeben oder das Barfers Best von Padman für den Junior. Ja, da haben wir schöne, viele gute Mineralstoffe drin, die den Körper von vornherein helfen, der Leber ihre Funktion aufrechtzuerhalten, Toxine zu binden und so auszuleiten. So, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Start für einen Welpen und einen Junghund in sein Hundeleben. Das ist eine super Idee. Ich kann das natürlich auch dann tatsächlich noch unterstützen, wirklich mit Grünem, ne, mit Brokkoli, Zucchini, diesen ganzen Geschichten, die Gemüsefrucht-Nuggets von Padman dazugeben. Ja. Und was Canina auch hat, ist ein Produkt, das nennt sich Fell und Haut. Und Fell und Haut hat Mariendistelfrucht drin, Hagebutte, Dill, echten Engelwurz, Ackerschachtelhalm. Na, auch das unterstützt ja ganz massiv das in Anführungszeichen Entgiften. Also es entlastet, wenn wir es zugeben, tatsächlich die Leber, die angegriffene.
Gut, was fehlt uns noch? Bitterstoffe haben wir gesagt, ne? Das sind genau. Also Brokkoli, Zucchini, Enzian. Öle sind auch wichtig, ne? Das sind Hanföle, gutes Leinöl, Lachsöl, Schwarzkümmelöl. Die Fettsäuren aus Fisch. Genau, ne? Genau, dass wir halt Fettsäure-Muster haben. Das ist auch wichtig, gerade auch für die Organe. Einen hohen Proteinanteil im Futter, das habe ich vorhin noch vergessen, ganz wichtig auch für die Organbildung, aber jetzt hier nochmal bei den Ölen, ein gutes Fettsäuremuster für Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren, wobei auf Omega-9 kann der Körper selbst herstellen, aber Omega-3 und 6 muss supplementiert werden, die sind essentiell, das heißt, wir müssen es zuführen und da müssen wir halt gucken, nehmen wir ein pflanzliches oder nehmen wir ein tierisches. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fischöl sehe, ein Leinöl ist pflanzlich und ein Fischöl ist in dem Moment Omega-3-lastig, ist es ein tierisches Öl. So, wenn ich schon einen Allergieansatz habe, sollte man eher auf pflanzliches Öl gehen mit dem Omega-3-Ansatz. Mhm. Das wäre dann als Beispiel das Leinöl oder das Hanföl. Mhm. Kommen wir doch nochmal zurück zu den Plätzchenessern. Sowohl im tierischen lecker, ne? Als auch im menschlichen Bereich. Wenn jetzt der ganze Zirkus, ich sag mal, rum ist. Wir kommen ja immer an so einen Break alle und sagen auch so, und jetzt machen wir einfach mal Entgiftung zur Routine. Ne? Das heißt, wir machen es regelmäßig. Mhm. Wie können wir denn sowas starten? Ich bin ja immer ein Freund davon, eine fette Knochenbrühe zu kochen, 2 Stunden, ja. Das finde ich immer besser, als den Hund so grandios fasten zu lassen. Einige können das ab, mein Hund zum Beispiel könnte das gar nicht. Ne? Ich meine, klar, der ist jetzt alt, aber der hat es auch früher nicht gekonnt. Du schwärmst ja immer so von Gemüsetagen. Machst du das auch mit deinen Hunden? Ja, also die Brühe, die du gerade genannt hast, ist der hervorragende Start. Gefolgt dann zum Beispiel auch oder gepaart mit einer moroschen Karottensuppe, was ganz einfach die Darmzotten auch reinigt. Ja, und auf jeden Fall Gemüsetage, ne? 1 oder 2 Gemüsetage in der Woche, wo du dann zum Beispiel auch mal kein Fleisch, sondern ein tierisches Protein nimmst, zum Beispiel Käse, Eier und dergleichen, was ja auch sehr gute Proteinquellen sind. Absolut. Und beim Ei muss man ja nicht immer das Vollei nehmen. Man kann dann sagen, okay, ich nehme 2 Volleier und ansonsten nehme ich nur das Eiweiß, lass das Eigelb weg. Um ganz einfach auch den Fettanteil nicht ganz so hoch zu haben. Aber da sind gute Vitamin B-Anteile drin. Ja, das sind alles gute Dinge, die letztendlich dem Körper helfen, Kraft zu bekommen, einen Entgiftungsprozess einzuleiten. Das Ganze, wenn man das füttert, ja, sofort auch zum Beispiel dann den Magenschutz, das Magenbalance einfach mit da unterzubängen, sodass das schon mal mit in den Magen reinkommt und dem Magen hilft, schon mal den Schutz zu bilden. Ne, dass vor die Schleimhaut praktisch dieser Schleim von der Ulmenrinde davor gesetzt wird, also eine ganz fürchterlich schleime Angelegenheit wird das. Damit startet das Ganze schon. Ja, und damit habe ich dann. Ich habe da auch noch eine tolle Idee dazu. Willst du sie wissen? Ja, natürlich, hau raus. Du hast ja gerade die Fette angesprochen. Ja. Und was ich dann immer mache in diesen, in Anführungszeichen, Fastenzeiten oder wenn wir einen Gang zurückschalten, ich sag's mal ganz salopp, ich nutze Kokosöl. Mhm. Ne? Canina hat ja auch ein ganz tolles Kokosöl. Und Kokosöl ist pflanzlich, ja, und hat keinerlei Auswirkung auf die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, die bildet keine, hilf mir mal, ich stehe gerade auf der Leitung, die bildet keine Enzyme, so jetzt habe ich's. Das Kokosöl wird direkt in der Leber verstoffwechselt und rutscht im Prinzip so durch, bringt aber wirklich auch Energie mit sich. Das ist während der Fastenzeit für mich immer das Fett, was ich dann nutze. Genau. Denn der soll ja auch, zumindest jetzt mein Hündchen hier, der hat ja im Prinzip nichts zuzusetzen, er ist ja nicht zu dick, der soll ja auch seine Energie behalten, die er braucht für die tägliche Bewegung. Und das klappt ganz gut. Genau, das kannst du dann auch noch zusätzlich unterstützen von Canina mit dem Canivita. Ja, das Canivita sind ja auch 11 lebenswichtige Vitamine, wasserlöslich und halt auch fettlöslich, die ausschließlich über die Magen, über die Schleimhaut aufgenommen wird und nicht über den Darm verstoffwechselt werden. Das heißt, in dem Moment haben wir zur Unterstützung Entlastung des Darms und des Magens trotz allem dem Tier alle nötigen Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Ja, das ist natürlich super klasse. Ja, und das ist etwas, das ist so dieses
Anti-Sauna-Training dann in dem Moment, ne? Oder die Anti-Sauna-Therapie, damit der Hund da uns in der Sauna nicht da, ja, ich sag's lieber nicht, aber nicht, dass er plötzlich dann hinter nicht mehr da ist und wir nur noch eine feuchte Pfütze da haben oder irgendwelche Abführmittel, die da drin sind, ne? Das muss ja alles nicht sein. Ja, und da das rauskommt, wir sagen es jetzt nochmal, ist ganz wichtig, eben in Begleitung mit diesen Phasen, die wir gerade beschrieben haben oder den Maßnahmen, die wir halt eben einfach angeführt haben, gerade immer wieder auch die Toxine zu binden und auszuleiten. Ja? Das ist so das A und O. Das soll es ja auch heute die Aussage der Sendung sein. Wir reden ja sehr viel oder haben in den letzten Sendungen sehr viel auch darüber gesprochen, wie der Darm aufgebaut wird. Da braucht er bloß mal zurückzugehen und braucht nur mal zu gucken, auch wo das herkommt, Gastritis, ne? Das ist die Nummer 23, die Sendung. Ja, und dann haben wir hinterher da drin, alleine in der 23, seht ihr, was eine Vergiftung mit dem Magen anstellen kann und dass es halt Sodbrennen auslöst, ja, dass es die Magensäure ansteigt und dergleichen. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Und hier könnt ihr auf eine sehr smoothe Art und Weise den Magen und den Darm des Hundes zum Jahresstart oder auch meinetwegen jetzt schon mal entlasten, Spielzeuge wegnehmen, die auf irgendeine Art und Weise industriell hergestellt sind, das wirklich reduzieren. Auch die ganzen Anteile, wo er nicht wisst, was ist da eigentlich drin in dem Zeug. Ja, sind da irgendwelche Industriekleber drin, womit das zusammengeklebt wird? Auch zu gucken, etwas, das werden wir in den nächsten Sendungen bringen, das Thema ist halt auch zum Beispiel Trockenfleisch. Es gibt Trockenfleisch, das aus China kommt, das sehr, sehr, sehr stark belastet ist und für viele, viele Erkrankungen sorgt. Da muss man wirklich auch mal nachfragen in den Zoofachhandlungen, wo kommt das Produkt eigentlich her? Wie ist das zusammengesetzt und dergleichen? Weil das sind alles Giftstoffe. Viele Glycerine hat, ne? Ja, viele Giftstoffe, die in den Körper reinkommen, wo man sich so überhaupt gar keinen Gedanken drüber macht. Oder auch an die Hausfrauen, natürlich auch die Hausmänner. Ne? Oder? Ja. Putzen. Ja. Die ganzen. Wo laufen die mit den Pfoten durch? Wo laufen die durch? Wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Bude geputzt habe und ich nehme dort ein chemisches Zeug und vielleicht sogar Chlor, was im Wasser mit drin ist, und mache damit den Boden sauber. Ja, das ist hinterher dann der Hund, der leckt was vom Boden auf und nimmt natürlich diese ganzen Giftstoffe in seinen Körper auf. Und das sind für dieses Immunsystem. Ganz ruhig, ist das unbekannt. Das weiß nicht, was es damit machen soll. Wohin? Das wird gespeichert im Körper. Ja, und wenn die Leber dann überlastet ist und wenn die Niere überlastet ist, wenn die an Grenzen gekommen sind, dann ist da nichts mehr. Und dann fängt das an mit den Ausfallerscheinungen. Ja, da kann man wunderbar EM-Putzsachen nutzen, ne? Also effektive Mikroorganismen, die auch sauber machen. Das geht wunderbar. Und wenn der Hund sich dann die Pfoten leckt, ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, genau. Er tut noch was für seinen Darm. Und immer wieder darauf gucken, Bio-Qualität. Ja? Etwas nehmen, wo man wirklich sagt, okay, das muss wirklich ein pflanzliches Produkt sein. Und das ist ein Punkt, da denken viele gar nicht drüber nach. Oder sie machen irgendwie, verbrennen etwas. Gerade jetzt zu Weihnachten Kerzen, die ja Duftstoffe natürlich aussenden. Völlig klar. Riecht toll. Aber guckt mal nach, was ist da drin? Ihr müsst überlegen, was der Hund aufnimmt über seine Rezeptoren in der Nase. Ja, und was er über die Schleimhäute aufnimmt. Alleine geschmacklich. Das sind ja viele, viele Dinge, die dann hinterher auch wieder von der Leber verstoffwechselt werden müssen. Also das sind einfach nur so Gedanken, womit man sich auseinandersetzen sollte, was letztendlich, ja, sagen wir, Rückstände in der Leber da sind und wo der Hund entschlacken muss, wo er entgiften muss, wo ganz einfach diese ganzen, ja, Stoffwechselprodukte raus müssen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Absolut, deswegen ist es auch ganz wichtig, es immer wieder zu tun, nicht nur zweimal im Jahr. Ne? Und es macht auch Spaß, das zu sehen, ne? Was da passiert und wie agil und fit die danach wieder sind. Ja, genau, und vor allen Dingen auch so dazu zu sorgen, dass durch diese ganzen Vitamine, also B-Vitamine und auch jetzt einmal durchs Gemüse und auch durch Hanfprodukte, wir haben ja bei Petman auch die Hanfblister mit dabei, dass die halt dafür sorgen, dass wir einen guten Vitamin-B-Anteil haben, dass wir genug Eisen haben und dass genug Zink im Körper ist. Letztendlich, was beim Hund schwieriger ist, dann letztendlich eine Blutwäsche, eine Dialyse. Und das müssen wir nicht machen. Also machen wir es lieber so, dass der Hund gut entschlackt wird und dass die Giftstoffe rauskommen. Und das sieht man, das riecht man und man merkt es dem Hund an.
Jo, sprach mein 17,5-jähriges Modell, was hier hinter furchtbar schnarcht. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber das geht durch das Entgiften nicht weg. Das Schnarchen? Nee. Nee. Wir üben. Aber letztlich finde ich es unfassbar beruhigend, wenn er irgendwo in der Wohnung auf seinem Kissen liegt, er hat mehrere davon, und leise vor sich hin schnarcht. Genau. Ja, letztendlich ist es das, was wir euch so mitgeben wollten zum Jahresende und natürlich für den Start ins neue Jahr, weil es geht ja um gute Vorsätze. Also von daher, ich hoffe, dass wir euch da nochmal ein paar gute Denkansätze geben konnten und da ist es jetzt der Punkt, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Break. Es ist Jahresende. Danke, dass ihr übers Jahr hinweg uns so gute Zuhörer gewesen seid. Denkt dran, die Glocke zu klicken, ne, dass ihr für die nächste Sendung mit dabei seid. Bewertet uns. Bei Spotify könnt ihr unten in den FAQs mitmachen. Ihr könnt da auch eure Fragen stellen. Macht das bitte. Das hilft ganz einfach, das Ganze noch mehr zu transportieren und noch mehr Themen freizusetzen. Danke dafür, dass ihr so treue Zuhörer wart. Wir haben viele Reaktionen bekommen und ja, danke für das gute 2023 und wir wünschen euch einen super Rutsch ins 2024 von meiner Seite aus. Ich kann mich da nur anschließen. Das war sehr ausführlich. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei Detox, beim Spaß haben und bis nächstes Jahr. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Ciao. Napfgespräche, der Podcast.